Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ob das jetzt Age of Empires 2, Deathloop, Kena oder irgendwas anderes ist, ist egal, da es einmal bei jedem Projekt ganz am Anfang kommt. Ihr seht jetzt gerade den neuen Uploadplan. Da ich beim letzten Mal schon versucht habe, da Änderungen vorzunehmen beim Uploadplan, das Ganze leider zeitlich doch nicht hingekriegt habe, habe ich mir das komplette Konzept angeguckt und geändert. Ab sofort gibt es nur noch drei Videoslot-Zeiten, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr. Jeden Tag werden Videos kommen, aber 15 Uhr ist der einzige Slot für ein Hauptvideo. Das bedeutet, es sind alles Projekte, die erstens endlich sind und zweitens, wo die Projekte mir persönlich sehr, sehr stark am Herzen liegen, wie zum Beispiel Age of Empires oder Payday und so weiter. Auf 16 Uhr sind immer Spiele, die wie Factorio oder Anno unendlich sind. Sprich, bei denen ich spielen kann und das einzige Ende erst dann stattfindet, wenn ich darauf keine Lust mehr habe. Und das ist bei beiden Spielen nicht irgendwie in naher Zukunft. Factorio und Anno sind aber jeweils dreimal in der Woche, immer abwechselnd. 17 Uhr ist genau der gleiche Slot, ist aber nicht für solche Arten von Spielen, die unendlich sind, gedacht, sondern für Spiele, die kein Anfang und kein Ende wirklich besitzen, sondern wo jede Folge für sich alleine steht. In dem Fall zum Beispiel League of Legends. Da ist es egal, ob du jetzt 10 Folgen überspringst, weil es einfach immer eine andere Spielrunde ist. Wie ihr seht, ist Dienstag, Donnerstag und Samstag noch kein Slot da unten eingetragen, weil es kein Spiel gibt, was ich da in diesem Ordner reinpacken könnte. Aber dieser eine Videoslot auf 15 Uhr jeden Tag stellt das Hauptvideo dar und hat die Priorität ganz wichtig. Alles, was bei 16 und 17 Uhr ist, kann mal ausfallen, sollte die Zeit zu wenig sein. Leider ging es nicht anders und ich muss das Ganze ein bisschen ändern. Liegt halt daran, Studium, Nebenjob plus YouTube und dann noch irgendwie privat was hinkriegen, ist unfassbar schwer. Also allein letzte Woche, ungelogen, habe ich über 60 Stunden investiert, nur in Studium und Nebenjob. Plus die ganzen Zeiten nebenbei, noch wo man was anderen arbeiten musste oder sich selber was, naja, aneignen musste, wie Wissen fürs Studium, also Lernen. Und anders konnte ich es nicht lösen, aber es sind trotzdem 3 oder 2 Videos pro Tag, was meiner Meinung nach immer noch überdurchschnittlich ist. Und jetzt ab ins Video. Ja moin. Jungle, Nocturne und oben auf der roten Seite. Top. Ja, nicht top, Jungle. Ah. Boah, ich weiß nicht, ob die Items jetzt noch aktuell sind. Wir haben jetzt ja mittlerweile schon ein paar Versionen weiter, aber das ist mir egal. Probiere ich einfach mal aus. Außerdem, ganz ehrlich, hat das so immer gut geklappt. Ja, eigentlich wollte ich Master Yi nehmen oder Xin Zhao, aber die dachten sich so alle so, nee, Nocturne, das wollen wir haben. Deswegen habe ich gedacht, okay, gut, dann nehme ich Nocturne. Fein. Jo, und jetzt sitze ich hier mit Nocturne. Oben. Die Hälfte des Teams kommt wieder, keins sitzt wieder nach vorne. Das war gut. Das war echt gut. Mehr oder weniger. Flash ist raus und die ist fast tot. War doch gut. Ihr wollt doch jetzt nicht da unten noch weiter kämpfen, oder? Oder wollen wir wirklich da contesten? Das macht doch jetzt keinen Sinn. Wir haben den ersten Pick, den wir doch jetzt bekommen. Warum sollten wir jetzt noch da bleiben? Das kann jetzt nur noch schlechter werden. Ja, also ich sag mal ganz kurz so, der erste Eindruck, weil es wurde diesmal tatsächlich in der Champion-Auswahl sehr viel geschrieben, ist, dass der Mundo erst mit mir eigentlich switchen wollte, dass er für mich Master Yi pickt und ich für ihn Set oder Dr. Mundo picke. Aber Set ist im Gegnerteam, deswegen hat er gesagt, nee, Moment, dann mache ich, ich nehme selber Mundo. Und ja, jetzt hat er Mundo und ja, gut. Dann meinte die Südlack. Oder Südlasch? Irgendwie so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der meinte auf jeden Fall dann, ey, Kumpel, weißt du was? Die haben sehr viel Tankiness da. Nimm mal doch mal lieber was anderes. Ah, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie immer in Erinnerung, dass ich zuerst den E nehme. Ich gucke immer wieder nach. Egal. Nee, auf jeden Fall. Als mich das aktiviert, bin ich dumm. Ach, egal. Dachte ich mir so, gut, nimmst du Nocturne, wenn er es unbedingt möchte. Habe ich auch nichts gegen. Ich hatte nur irgendwie wieder Bock auf Jungle. Ja, dann neuen Uploadplan. Ich habe euch wahrscheinlich am Anfang kurz wieder was eingeblendet. Ich weiß, das hatte ich schon mal gemacht. Aber das braucht einen kompletten Wechsel. Und der scheint jetzt gerade ganz gut zu funktionieren. Da komme ich ganz gut klar mit. Gott sei Dank. Nur muss ich echt gucken, wie ich es mache, weil es doch schon ordentlich Zeit, die da weggefressen wird.
Aber so scheint es auf jeden Fall zu funktionieren. Und das mache ich dann auch so. Ich hätte eigentlich bei Red anfangen sollen. Na egal. Ich weiß nicht, wenn ich auf der oberen Seite bin, fange ich lieber bei Blue an, weil mir dann die Botlane helfen kann. Ist wahrscheinlich echt voll genau die falsche Herangehensweise, aber... Weiß ich nicht. Naja. Naja. Außerdem ist das ganz witzig, weil dadurch, dass ich jetzt da immer so, nur 3 Videos pro Woche mache, spiele ich auch quasi nur 3 Runden pro Woche. Das heißt, immer wieder, wenn ich spiele, bin ich auf jedes Spiel übelst gehypt. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, auf League of Legends, jetzt habe ich übelst Bock. Hab auch nur Zeit für eine Runde, dann muss ich wieder los. Dann geht's ab, ja, dann... Ich sag mal so, dann geht's ab zum Studium. Und da wird dann erstmal schön gezeichnet. Und danach wird CAD benutzt. Also gezeichnet mit Hand und einmal gezeichnet mit am PC. Ja. Und da dachte ich mir, komm, eine Runde League of Legends, das geht auf jeden Fall noch. Das gönnst du dir. Aber so Nocturne habe ich jetzt nicht erwartet, bin ich ehrlich. Naja, mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, die erwarten keine Ganks, weil mit unter Level 6 gehe ich nicht ganken. Das habe ich mit Nocturne mittlerweile gelernt, das ist nämlich dumm. Ganken zu früh ist bar. Oh, die Krabbe ist ja sogar noch da, lol. Sah jetzt auch nicht so aus, als würde da irgendwie da Anstalten machen, oder? Also als wäre er da. Hoffe ich. Ich komme da nicht hin, Kumpel. Ich bin bei der Krabbe. Boah, ich hoffe, das zielt den jetzt nicht. Das wäre jetzt halt bitter, ne? Ich gehe trotzdem mal kurz diese Blase nutzen hier. Lol. Ach, der hat oben angefangen. Nee, ist dumm. Ist dumm. Ah. Schlecht. Sehr schlecht. Egal, jetzt ist Elias ja auch oben da. Jetzt kann ich mich wieder verpissen. Ich gehe weiter noch eine Runde. Das passt schon. Da ist Dingens. Ach, ich wollte jetzt gerade einen Bing hinsetzen. Ist egal. Ja, 50 Gold fehlen mir. Das würde ich mal gerne abwarten, tatsächlich. Weil es wäre schon ein netter Bonus. Und den würde ich jetzt nicht wegwerfen wollen, weißt du? Die paar Sekunden habe ich. Achso, ich wollte Z drücken, mein Gott. Nicht Escape. So, 5 Gold noch. Kriegen wir hin. Zack. Und dann gehen wir direkt runter. Ich brauche halt erst Ulti, bevor ich dingsen kann, den Drake machen kann. Oder ganken kann vor allem. Worlds 2021. Ah, ist eine World Championship schon wieder. Cool. Ja, sowas kriegt man halt auch gar nicht mehr mit, wenn man nicht so richtig krass im Spiel drin ist, ne? Naja. Ich lasse mal die Kuh extra noch übrig. Ich mach mal ganz kurz den, die nur Zug und die dann Ward haben. Haben die nicht. Wir könnten ja theoretisch, aber ich weiß. Nee, beide Lanes sind gerade reingepusht. Ich habe jetzt gerade irgendwie. Nee, lass das stecken. Ich werde zum Blinken, entweder gehe ich ganken oder versuche den Drake, aber ich bin halt einfach zu schwach. Das mache ich nicht. Nee. Lieber noch Level 6 holen, dann können wir es denn gern machen. I am the storm. Ja, sei du ruhig mal stürmisch unterwegs hier. Ach, schöner Hit. Ist wahrscheinlich mega dumm, aber ich versuch's trotzdem. Nur ein bisschen wegscheuchen, weißt du? Du musst ja nicht mehr wirklich angreifend sein. Nur kurz ein bisschen Angst einjagen, dass sie nichts im Turm macht. Weil wenn sie die Platte nicht hat, fehlt ihr schon ein halber Kill, weißt du? So einen goldmäßigen zumindest. War für mich zwar auch so ein ganz kleiner Ausreißer, aber vielleicht hat es ja halt geholfen. Ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Zack, zack,
Zack und zack. 47 Sekunden, das ist mir zu lang. Da hau ich ab. Dann TP'en wir uns eben weg, holen uns ganz kurz die Shuo, den Control Ward, die Oracle Lens und dann gehen wir runter zu Drake in die Richtung. Holen wir uns einen Blue Buff, dann müssten wir Level 6 ungefähr hinkriegen, denke ich mal. Und dann sind wir gut dabei, würde ich sagen. Dass die schon Bescheid wissen, ich gehe gleich zu Dracker. Muss sie da so ungefähr den Weg schon mal irgendwie auf die Kette kriegen hier. Okay, holt sich die Krabbe. Er kann sie ruhig machen. Eigentlich wollte ich gerade beide machen, aber hier ist gerade so unten ein Stress. Mache ich mal kurz nicht. Ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen schneller. Weil da noch die Elise ist, irgendwo. Nur kein Plan wo. Guck mal, was er da gemacht hat. Ja, ja, die wissen das, glaube ich. Schade. Ja, egal, den gehen wir nochmal ganz kurz eine Runde. Ist egal. Daran soll es nicht scheitern. Oder wir können auch... Ich kann da gleich reinhüpfen. Ui. Nee. Ach, der war ungünstig. Das wäre so ein geiles Play gewesen, insgesamt gesehen, tatsächlich. Aber leider kam Set. Und dadurch wurde es jetzt leider zu einem sehr schlechten. Schade. Ja, stimmt, ne, Mundo hätte auch theoretisch runterkommen können. Flash ready. Ja, naja. Naja. Da geht's jetzt wieder los mit dem Flame. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich ganz cool. Wir haben Elise bekommen. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, die ist auch gestorben, ne? Scheiße, ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Ich glaube, die ist auch draufgegangen. Und wenn nicht, dann ist sie zumindest im Herzen draufgegangen. Macht eigentlich Sinn, das hier auf die zu setzen? Ja, macht ein bisschen Magic Damage in 4, ne? Nee, lohnt sich nicht. Nur die Q und Auto-Attacks reicht. You inted. Okay, Doc. Wo war das denn int? Also jetzt, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da muss ich sagen, hat Vayne recht. Wenn der Dr. Mundo mit reingehüpft wäre, nachdem seine Lane runtergehüpft ist, ich glaube, ganz ehrlich, dann hätten wir easy peasy alle 4 gekriegt. Glaube ich sogar wirklich. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich gestorben. Vielleicht noch einer von uns, aber ich denke schon, dass wir das hingekriegt hätten. Ziemlich sicher. Naja. Ich setze mal ganz kurz da noch ein Pink Ward hin. Lol. So, und den holen wir uns auch noch. Machen wir nicht. Alter, ist er stark. Ja, ein bisschen unterschätzt. Ja, zur richtigen Zeit und richtigen Ort. Kriegen wir trotzdem noch einen Assist für. Ist doch gut. Oh, da ist der Flash drin. Natürlich smart, wenn man den Flash genau straight macht. Also eigentlich müssten sie die haben. Eigentlich. So, ne, wir gehen nach unten. Wir gehen jetzt zum Drake. Gehe ich ganz kurz in die Mutter. In die Mitte, um denen da ganz kurz das Ding hinzusetzen. Weil die, wenn jetzt den Tower kaputt machen, dann können wir den schon mal stark anhauen. Ich denke mal, das macht vielleicht Sinn. Glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht, dumm laufen. Putz. So, komm, ein Hit kannst du noch machen. Dr. Mundo! Ja, ich weiß, dass da unten was war. Ich hab's doch jetzt zu spät gesehen. Es tut mir doch leid. Was soll ich denn machen? It's already gone. Why put it mid? Put it top and get plates for fuck's sake. Ja, ja, entspann dich, Mundo. Schon hast du davon gehört, dass man einfach Spaß haben kann beim Spielen? Nee. Merke ich.
Weißt du, mir ist das eigentlich egal. Wenn mir Fehler passieren, das juckt mich nicht. Aber da Mundo jetzt schon auf den Sack geht, würde ich sagen, machen wir ihn ganz einfach. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich erstmal kämpfe. So, gehen wir ganz einfach hin und machen... Tschüss, tschüss, tschüss. So. Ich dachte mir, wir kriegen am wenigstens bei dem Turm noch ein bisschen Damage rein. Ah, ich hätte früher bei der Bot sein sollen. Das habe ich selber nicht gesehen. Naja. Wobei, na doch, wir holen uns so kurz einen Blue, wenn er schon mit 2 Sekunden hier ist. Ich würde gerne den Drake machen, weil die haben da halt gewardet. Außerdem würde ich ganz gerne erst Streetbreaker. Komm, wir smiten ganz kurz. Ja, Leute, ohne Ulti reingehen ist halt dumm. Das kann ich nicht, eigentlich. Da sterbe ich sogar fast, lol. Da bin ich fast gestorben, weil ich nicht getroffen habe mit dem Klicken. Naja, gehen wir zurück, holen uns kurz Stridebreaker und die Fage oder die Fage, wie auch immer man es sagen möchte. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz, Drake, weiß ich nicht, Drake oder Dings. Mal gucken, wo es mich gleich hinführt. Ach nee, stimmt, das kostet ja 1100. Ja, holen wir uns die kleinen Teile hier. Ah nee, guck mal, perfekt. Wunderbar. Ich hole mir trotzdem erst den Red Buff, oder? Aber ich habe gerade Ulti. Mit Ulti müsste ich eigentlich runtergehen. Und Drake ist da. Ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt zu Drake. Weil ich habe Ulti und ganz kurz vielleicht in der Kills ist zu snacken. Die Botlane ist da, die Midlane ist da und wir haben den Drake. Ich habe vergessen, meinen Pinkboard da oben hinzusetzen, weil ich da ja gekämpft hatte. Naja. Warte, erstmal den Ward wegmachen. Ja, kannst du vergessen, Kumpel. So, jetzt gehen wir uns ganz kurz Redbuff holen und dann geht's weiter. Ja. War der erste Drake, ne? Lol, stimmt. Cool. Und wutz, alle weg. Ja, so Nocturne zum Campscreen ist schon ganz witzig. Dum-dum-dum-dum-dum. Eigentlich hätte ich den Smite aufbewahren sollen. Mehr an. Egal, Kill haben wir bekommen und wir sind rausgekommen. Alles super. Flash war Burf. Ich weiß gar nicht, ob meine W, weil die habe ich extra aktiviert. Da nein. Ich bin selbst zwei Rad nicht da, ich mache trotzdem mal meine Kuh kurz. Ich muss ganz kurz weg hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit der W, weil die blockt ja eine Fähigkeit, ne? Hätte die mich auch vor der Ulti beschützt oder wäre das schon wieder zu lang gewesen? Weil 1,5 Sekunden ist jetzt nicht die Welt, weißt du? Hm. Sehr interessant. Hätte mich vielleicht retten können. Aber hat ja funktioniert. Eine, meiner Meinung nach, wieder gut investierte Ulti. Jeder Kill, der mit der Ulti kommt und ich nicht sterbe, ist eine gut investierte Ulti. Wunderschön. So sieht man das doch gerne hier. Wunderbar. Eigentlich müsste man ganz kurz nach oben sprinten und den Herald machen. Wird wahrscheinlich Elise auch gleich machen, aber ich gehe da trotzdem jetzt gleich mal direkt mal gucken. Ich denke mal, das macht Sinn. Bin schon auf dem Weg. Tja, Ulti haben wir auch ab. Smite haben wir sogar schon quasi doppelt.
Wie sie alle drum kämpfen. Weißt du was, ich könnte eigentlich mal helfen beim Set. Okay, der ist hier nicht. Der ist reingehauen. Ha, lol. Ja, aber allein gehe ich da nicht rein, das kannst du vergessen. Ich bin Unterstützungseinheit quasi und keine offensive Ich-Knall-Rein-Einheit. Nein! Ich bin so dumm! Ja! Oh, Gott sei Dank, danke, Mann! Mache ich die Ulti an, genau als die Sichtweite weggeht. War das jetzt traurig, ey. Hätte ich fast reingeschissen deswegen. Boah, Junge, Junge. Das wäre jetzt echt... Oh, das wäre bitter gewesen. Aber hat funktioniert. Witzige ist, ich aktiviere Ulti, die geht trotzdem weiter rein. Also die hat sich auch gar nicht irgendwie angesprochen gefühlt davon, ne? Ach, eine Ulti, die ist nicht für mich. Naja, ich... Das habe ich tatsächlich sogar im Auge diesmal. Und ich kann ja trotzdem kurz einzelne Camps clearen, zurückgehen, kaufen und dann dahin gehen. Ganz entspannt. Ja, euch helfen kannst du vergessen. Ich gehe nicht ohne Ulti rein. Vor allem nicht in so große Teamfights. Kannst du komplett vergessen. Das habe ich mit Noctu mittlerweile gelernt. Das ist eine schlechte Idee. Außer man ist absolutes Todesgefiedet. Dann kann man es vielleicht mal machen. Ansonsten, schlechte Idee. So, holen wir noch ganz kurz ins Derax. Dann haben wir schon mal einen ganz guten Aufbau eigentlich. Jetzt kommt als nächstes Dirk. Du kannst übrigens auch einfach, wenn Set use R, einfach dahin pingen. Ich weiß, das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst, aber... Kumpel... Nutze es. Okay, ich gehe jetzt natürlich nicht allein darunter, ne? So doof bin ich jetzt auch nicht. Aber wobei, Morgana kommt mit. Egal, wir gehen rein. Ich hab Smite, also gönn. Sehr schön. Das war wichtig. Wie sieht's mit Samira aus? 3-5. Könnten wir versuchen. Jetzt sehe ich gerade wieder nichts. Sieht die mich? Nein, sieht sie nicht. Die wird doch safe dahin gehen, oder? Die geht echt weg! Ah, oh, Samira, zu klug. Da hat sie mich geplayt. Na, ich wollte noch kurz in der Nähe da bleiben und nach unten gucken, ob da vielleicht doch nochmal jemand zurückkommt. Dann halt nicht. Dann mache ich weiter. Zack. Den Red holen wir uns ganz kurz. Ja, nee, Baron ist mir zu doof. Das ist mir zu stark. Vor Set habe ich ein bisschen Angst. Ein bisschen ist gut. Vor Set habe ich echt Respekt. Ja, hallo, Raptoren, wie geht es euch? Habt doch kurz einen Moment. Okay, ist Zed irgendwo? Ja, sorry, aber wenn die sich da so alleine rum... begibt da selber Schuld. Also das war jetzt wirklich lecker. Da fühlt sie sich nämlich durch ihren Water richtig sicher. Boah, ich kann nicht den Fluss geben, mich sieht eh keiner. Und zack kommt diese schöne Leuchtkugel und du wirst einfach geultet, bist tot. So bitter eigentlich. Also ich würde mich da aufregen. Naja. So, wie viel Geld brauche ich denn fürs nächste? 265, das ist ein bisschen viel. Ich weiß mich gerade nicht, wo ich hingehen soll. Weißt du was, wir gehen trotzdem mal zurück. Weil es hat gerade alles geklärt, überall ist reingepusht, ich sehe keinen Gegner, ich habe keine Ult ab.
Das ist gerade eigentlich so der Punkt, wo man zurückgehen könnte, ne? Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Egal, ein bisschen Crit und ein Dirk. Nehme ich. Ja, aber ist halt echt gerade nichts da, ne? Ich meine, klar, Baron, aber... Schwierig. Ich geh mal hier in die Camps, komm grad wieder. Weil ich gehe halt nur rein. Echt, du willst Baron machen? Ja, komm, warum nicht? Also, wenn wir den zu zweit oder zu dritt machen, dann bin ich da sogar bei. Nur hab ich ein bisschen Sorge, dass wenn wir es machen, weil die hätten da gerade eben noch alles gewordet und so. Und die wissen ungefähr, wo wir sind. Dass sie sich jetzt gleich denken, siehst du, das meine ich mich. Willkommen. Siehst du? Ach Mist, ich hätte auch einen Hit gebraucht, wäre die Tour gewesen. Ich dachte, ich kann wenigstens einen Double Kill rausziehen. Hey, wer will das rendern? Dumm? Aber ich würde sagen, da hätte jetzt Yasuo noch mit bei sein müssen, tatsächlich. Schreiben wir mal ganz kurz. Vielleicht kriege ich das mit. Ich meine, da kannst du natürlich trotzdem den Dings holen, ne? Macht Sinn, aber... Naja. Ich habe tatsächlich, wenn er damit geholfen hätte, hätten wir sie alle getaugt gekriegt. Naja. Drake ist auch in einer Minute ab. Aber ein Inhibitor gegen Baron... Ja, das ist okay, glaube ich. Weil Baron hilft ihn zwar nur beim Pushen, aber das ist bei denen eher ein Verteidigen gerade. Von daher können sie ruhig haben, glaube ich. Ja, aber Beginner kann ihn ruhig haben. Och, nee, nimm ihn ruhig, ich wollte schon sagen. Das sah jetzt aus, als würde ich mir den geben wollen, lol. Huiuiui. Ich dachte schon ganz kurz. So viel Nettigkeit habe ich gar nicht verdient. Leute, ich dachte gar ganz kurz, die Wölfe wären weg. Oh oh. Was ist denn da jetzt für ein Ping? Was war das denn jetzt hier? Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Das habe ich schon mal gehabt bei League of Legends, kurz vorm Gewinn, dass das Ding dann plötzlich Ende ist. Das ist peinlich. Wenn wir deswegen verlieren würden. Ich musste nicht mal smiten. Habe ich auch irgendwie komplett verpeilt. Euer RIP. Ganz kurz die nutzen. Na, weiß ich noch nicht, wo ich hingehen will, ne? Wo ringe ich hier ein bisschen ab? Die schmeckt eigentlich auch ganz lecker, ne? So eine Spinne zum Frühstück. Wie steht sie denn? 4-5. Könnten wir versuchen. Ich warte noch, bis die ein bisschen weiter rausgeht. So ist es noch zu unsicher. Ah, die hat halt Baron dabei, ne? Muss man ja auch sagen, die hat halt einen Baron-Buff. Buff, buff. Da ist Set im Busch werden? Na, ah, da unten ist er. Lol. Nimm mich. Das ist mir egal. Flashen. Nehmen wir. Oh ja, gut. War knapp, ne? Wo ist denn jetzt mein Red Buff hin? Lol, Morgana gönnt sich alle Buffs. Ist ja witzig. Ja, soll sie machen. Sei es ihr gegönnt. So, dann holen wir uns noch ganz kurz ein hübsches Schwertchen. Wir können das jetzt auch mal endlich verkaufen hier. Und noch ziehen wir noch ein Langschwert. Und dann holen wir uns mal ganz kurz hier hinten... Den Frosch. Und wenn wir rechtzeitig ankommen, können wir sogar noch versuchen, deren Red Buff zu kriegen. Oh, wobei, der ist 14 Sekunden. Wir könnten direkt dahin gehen. Nee, ich hole noch ganz kurz mein Camp dazu. Zack. Dam, 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 dam. Oder geht jetzt Yasuo und denkt sich so, ach, die ist aber lecker, die nehme ich mir. Nee, der ist Killing Greedy, der geht voll rein. Okay.
Ja, ich gönne mir den jetzt auf jeden Fall. Dam, 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 dam. Ich warte hier nur für... Stimmt, das ist echt eine gute Idee, mal hier den zu machen. Hast recht. Wir sind zu zweit. Tja, ist natürlich ärgerlich, Lux, wenn du so hinterher bleibst, ne? Und dann einfach rausgesniped wirst. Ärgerlich, Mensch. Mhm. Ich glaube, jetzt ist auch Ende. War aber gut. Na, ja, nicht auf lange Zeit spielen hier. Immer eine dumme Idee. Einfach weitermachen. Das wäre witzig gewesen, so eine Kuh tot. Nee. Cool. War eine angenehme Runde. Gefällt mir. Mundo gemutet war die richtige Entscheidung, weil der war einfach nur ein Depp. Aber der Rest, ich würde sagen, war einfach prima. Hervorragend. So. Ja, und ich würde sagen, ja, Yasuo war nice, aber ich fand tatsächlich am coolsten irgendwie Morgana. Die hat mir beim Drake geholfen, die war hier ganz nett. Die fand ich ganz cool. So, Level up, schön. Level 60. Die Glorious Champion Capsule. Ja, komm, die machen wir sogar noch eben auf. Mhm. 3 Games gewinnen? Wann hab ich das Ding gemacht? Lol. Cool. S minus und Nocturne. Cool. Ja, guck mal, 12-3-2. War auf jeden Fall angenehm. Also ich fand, es war eine ganz entspannte Runde. Damage war tatsächlich sehr in Ordnung. Ja, gefällt mir. War gut. Wir sind fast wieder bei Bronze 1, wenn es so weitergeht. Schön, 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 schön. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier. Oh Gott, ist das hell. Junge. Könnt ihr nicht machen. Icons. Was habe ich denn bei Icons? Ach so, Deskschrott-Ding. Ja, ja. Guckt euch das mal an, ey. Man hat viel zu viele. Tja, ja. Loot, 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 Loot. Nehmen wir uns dieses Ding hier mal und öffnen es mal. Die gute Ritze. Ja, Rice, dich habe ich leider schon. Akshan. Oh, lol. Das ist natürlich cool, aber ich glaube, den habe ich auch schon. Weiß ich aber gerade nicht. Shaco, den habe ich auch schon. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Dann können wir natürlich nur disenchanten. Was will ich damit, ne? Ja, Rice 90. Lächerlich. Shaco wahrscheinlich. Ah, nee, der ist sogar noch 36. Ja, cool. Also, die Kapsel hat es auf jeden Fall richtig gebracht. Gab mir blaue Essenz. Immerhin. Ja. Von daher kam auch irgendwie ein Champion raus. Den habe ich ja gar nicht mitbekommen. Passt mal auf, ich zeige euch den mal ganz kurz. Ich weiß auch gar nicht, wie heißt denn der eigentlich? Ja, man kann doch bestimmt in den Shop gehen und nach Release-Datum sortieren, oder? Safe. Da, guck mal, da ist sie sogar. Vex heißt die. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz an, weil Vex habe ich noch nie wirklich so, keine Ahnung, habe ich gar nicht mitbekommen irgendwie, ne? Sieht aus wie so ein kleiner Jordel mit übergroßen Ärmeln und... Ich kann es euch aber eben zeigen. Hier, guckt euch das an. Da. Mit dem Schatten finde ich ganz cool. Ja. Sieht ganz interessant aus, habe ich bis jetzt aber noch nicht wirklich öfter spielen sehen. Naja, cool. Und was ich noch ganz kurz zeigen wollte, ist die Match History. Das finde ich mich auch sehr witzig. Ich hatte hier, wann war denn das letzte Mal? 25.09. Ich sag doch, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Und das zählt trotzdem die Quest mit rein, ist ja witzig. Nee, da hatte ich auf jeden Fall mit 2 Freunden noch gespielt an dem Tag. Da hatten wir 5 Runden. Ja, passt. 5 Runden gespielt. Das meiste war aber, wie ihr seht, hier Aram, Ultra Rapid Fire und dann 3 Normals. Wobei die halt nicht. Das erste ging nicht lang, das dritte ging nicht lang für mich. Ja, traurig, weil Aram. Ja, okay, ist halt immer Aram. Ne? Ist halt. Ja, eigentlich nur Glück, der Spielmodus, meiner Meinung nach. Ja, Earth. War ich nie wirklich ein Fan von. Ich dachte, ich probiere Kennen aus. Was haben die Gegner? Nur Spam-Champions sowie Evelyn. War richtig zum Kotzen. Ezreal, ja, okay, habe ich auf die Fresse gekriegt. Kann man nicht anders sagen. Jinx, habe ich auf die Fresse gekriegt. War trotzdem irgendwie ein Sieg. Ja, nehme ich mit. Und Xin Zhao, das hat mich geärgert. Die Runde hat so gut angefangen. Ich habe richtig gut gespielt. Internet kaputt gegangen.
richtig schön einfach down. Und danach habe ich gesagt, okay, kein Bock. Dann hatte ich jetzt viel zu tun und jetzt habe ich gedacht, okay, eine Runde spielst du mal. Man kriegt halt einfach nichts mit von den ganzen Updates und sonst irgendwas, ne? Ich weiß gar nicht, für welcher Version sind wir mittlerweile? Irgendwie Punkt 20 oder so ein Scheiß? Irgendwie, keine Ahnung. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, noch rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.